Herzlich willkommen zum Video mit dem Thema IG und ICH am Wortende. Dieses Video zeigt dir, wie IG und ICH am Wortende ausgesprochen werden und was passiert, wenn man die Wörter dekliniert bzw. verändert. Fangen wir an. IG und ICH werden am Wortende gleich ausgesprochen. König, langweilig, 20, billig, Stich, freundlich, südlich, ehrlich. Aber wenn die Wörter auf IG verändert werden, wird das G auch wie ein G ausgesprochen. Zum Beispiel König, die heiligen drei Könige, die Königin. Langweilig, er liest ein langweiliges Buch. 80, die 80er waren toll. Billig, Wasser ist billiger als Cola. Endet das Wort jedoch auf ICH, dann bleibt die Aussprache erhalten. Zum Beispiel Stich, ich habe zwei Mückenstiche. Freundlich, er ist ein freundlicher Mensch. Südlich, London liegt südlicher als Berlin. Ehrlich, bitte gib mir eine ehrliche Antwort. Und damit sind wir bereits am Ende des Videos angelangt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute erkläre ich euch, wie man die Endung T, I, O, N ausspricht. Wie zum Beispiel in dem Wort Nation. Man spricht es ungefähr so aus. Nation. Ich sage es nochmal. Nation. Und hier sind noch ein paar andere Wörter mit der Endung T, I, O, N. Zum Beispiel Station. Inflation. Und Demonstration. Herzlich willkommen zum Video mit dem Thema Aussprache von CH. Dieses Video erklärt dir, wann CH ausgesprochen wird, wie in Dach, wann CH ausgesprochen wird, wie in Ich, und wann CH als K ausgesprochen wird, wie in Wachsen. Am Ende des Videos erfährst du dann noch von weiteren Aussprachevarianten. Beginnen wir zunächst mit der Aussprache ch. Ch wird immer dann ch ausgesprochen, wenn vor dem ch ein a, o oder u steht. Zum Beispiel Bach, Dach, Sache. Doch, Loch, Kochen und Bauch, Kuchen, Tuch. Und nun zur Aussprache ch. Steht ch hinter e, i, ä, ö oder ü, dann wird es ch ausgesprochen. Zum Beispiel frech, rechts, Echo. Nicht, richtig, weich. Lächeln, mächtig, Fläche. Löcher, köcheln, Köcher. Und Bücher, tüchtig, süchtig. Achtung, es gibt einen Sonderfall. Die Buchstabenfolgen EU und ÄU werden EU ausgesprochen. Der Laut vor dem CH ist also fast ein I und kein U. Deshalb wird das CH hier auch CH ausgesprochen. Beispiele für Wörter mit EU sind euch, leuchten, Seuche. Beispiele für Wörter mit ÄU sind Bäuche, Sträucher. Steht vor dem CH noch ein L, N oder R, dann wird das CH immer CH ausgesprochen, auch wenn es auf ein A, O oder U folgt. Hier ein paar Beispielwörter. Milch, Dolch, Welcher. Fenchel, Bronchien. Und Arche, Durch, Kirche. Kommen wir nun zur Aussprache K.
folgt dem CH ein S, dann wird es als K ausgesprochen. Beispiele hierfür sind Büchse, Lachs, Sachsen und sechs, wachsen, wechseln. Aber Achtung, es gibt eine wichtige Ausnahme. Folgt auf CH die Superlativendung STE, dann wird das CH nicht wie ein K, sondern in Abhängigkeit vom vorangehenden Laut CH oder CH ausgesprochen. Es heißt also flach am flachsten und reich am reichsten. Der Superlativ von nah lautet am nächsten und folglich heißt es nächste Woche und nicht nächste Woche. Und jetzt noch ein Sonderfall. Die Verkleinerungsform chen am Ende eines Worts wird immer chen ausgesprochen, egal welcher Buchstabe davor steht. Hier sind drei Beispiele. Mädchen, Freundchen, Frauchen. Wenn Wörter abgeleitet werden, dann kann sich die Aussprache von CH in Abhängigkeit vom vorangehenden Buchstaben verändern. So kann die Aussprache von ch zu ch wechseln, wie in folgenden Beispielen. Lachen, lächeln. Koch, köchen. Bauch, Bäuchlein und Buch, Bücher. Die Aussprache kann aber auch von ch zu ch wechseln, wie in diesen Beispielen. Brechen, gebrochen. Riechen, gerochen. Stechen, gestochen. Und fechten, gefochten. So, das waren die wichtigsten Regeln zur Aussprache von CH. Was passiert jedoch, wenn CH am Wortanfang steht? In diesen Wörtern wird CH CH ausgesprochen. Chemie, China, Chirurg, Chirurgie. In diesen Wörtern wird CH als K ausgesprochen. Chamäleon, Chaos, Chaot, Charakter, Chlor, Cholesterin, Chor, Chöre, Christ. In Wörtern aus dem Französischen wird das CH wie das deutsche SCH, also SCH, ausgesprochen. Beispiele hierfür sind Champagner, Champignon, Chance, Chef. Auch innerhalb des Worts wird CH bei französischen Wörtern SCH ausgesprochen, wie zum Beispiel in den Wörtern Branche und Revanche. Und in englischen Wörtern wird das CH wie im Englischen ausgesprochen. Zwei Beispiele hierfür sind checken und chip. Fassen wir die Informationen noch einmal zusammen. Nach A, O, U wird CH CH ausgesprochen. Nach E, I, Ä, Ö, Ü, EU, EU, L, N oder R sowie in der Verkleinerungsform chen wird CH CH ausgesprochen. Gefolgt von S wird CH wie ein K ausgesprochen. Bei der Ableitung von Wörtern kann die Aussprache von CH in Abhängigkeit von den vorangehenden Vokalen zwischen CH und CH wechseln. Steht CH am Wortanfang, dann ist in der Regel eine von vier Aussprachemöglichkeiten, nämlich CH, K, SCH oder TSCH richtig. Bei Fremdwörtern wird oft die Originalaussprache beibehalten. So. Herzlich willkommen zum Video mit dem Thema 55 Wörter mit den Lauten CH und SCH im Deutschen. In diesem Video werden dir 55 Wörter mit den Lauten CH und SCH vorgestellt. Die beiden Laute werden im Deutschen mit S, CH, SCH bzw. G wiedergegeben. Hör dir die Aussprache an und versuch, die Wörter nachzusprechen. Fangen wir an. Frisch, frech,
rechnen, rechnerisch, Fleisch, vielleicht, ein bisschen, Fisch, dich, Fläschchen, schelmisch, Kirche, Kirsche, gläubig, abergläubisch, Tschechien, tschechisch, 60, stürmisch, China, Schiene, Chemie, Schemel, chemisch, chinesisch, sprechen, Gespräch, richtig, wichtig, schädlich, streitsüchtig, Recherche, das Licht erlischt, der Wicht wischt den Tisch, charmant, Strich, streichen, Schicht, Becher, Fläche, Flasche, schwächlich, mächtig, das rächt sich. Französisch, tatsächlich, beschäftigt, berechtigt, beschwichtigt, bestechlich, Schlusslicht. Herzlich willkommen zum Video mit dem Thema Aussprache von R. Dieses Video erklärt dir, wann R am Silbenanfang R ausgesprochen wird, wann R am Silbenanfang R ausgesprochen wird, wann R am Silbenende R ausgesprochen wird, wann R am Silbenende A ausgesprochen wird und wie R in einigen häufig vorkommenden Silben und Endungen klingt. Fangen wir an. Bitte beachte zunächst Folgendes. Dieses Video behandelt die Aussprache von R im Hochdeutschen. Ziel des Videos ist, dir bei der Verbesserung deiner Aussprache zu helfen. Die von mir verwendete phonetische Schrift soll dir dabei helfen. Eventuell weicht die phonetische Schrift, die ich verwende, etwas von der im Wörterbuch ab. Aber wie gesagt, das Ziel ist die Verbesserung der Aussprache und nicht die hundertprozentige wissenschaftliche phonetische Wiedergabe. Sieh dir zur Bildung des Buchstabens R auch unbedingt folgendes Video an, in dem die Aussprache von R und R erklärt wird. Deutsch, Aussprache von CH, R, deutsche Untertitel. Sehen wir uns R zunächst am Silbenanfang an. R wird am Silbenanfang R ausgesprochen, wenn der erste Buchstabe ein R ist. Zum Beispiel Rasen, Regen, Rot, Aufregen, Bäckerei. Folgt R auf einen stimmhaften Konsonanten, dann wird es auch R ausgesprochen. Zum Beispiel Brot, drücken, groß, Wrack. R kann am Silbenanfang jedoch auch wie ein R ausgesprochen werden, wenn es auf einen stimmlosen Konsonanten folgt. In diesem Falle überträgt sich die Stimmlosigkeit auf das R. Hör dir die Aussprache genau an und versuche, die Wörter nachzusprechen. Frei, krank, Preis, Schrift, treffen. Sehen wir uns nun an, wann R am Silbenende R ausgesprochen wird. Das ist immer der Fall nach einem A und nach einem kurzen Vokal. Das R wird in der Regel sehr schwach ausgesprochen. Es folgen ein paar Beispiele. Hör dir wieder die Aussprache gut an und versuche, die Wörter nachzusprechen.
war, Bart, fertig, Geschirr, Wort, Wurst, wärmen, störrisch, Bürste. Kommen wir nun zur Aussprache A am Silbenende. Nach einem langen Vokal, außer beim A, wird das R wie ein A gesprochen. Ein R wird nicht gesprochen, sondern nur A. Hier ein paar Beispiele. Sehr, wir, vor, Uhr, Bär, Stör, für. Und noch drei Beispiele. Der, er, wer. Und hier noch ein paar längere Beispielwörter. Bewerten, Ohrwurm, Urwald, Störfall. Kommen wir nun zur unbetonten Endsilbe ER, die ebenfalls A ausgesprochen wird. Hier sind vier Beispiele. Immer. Wetter. 100. Schwertransporter. Beachte beim Wort Schwertransporter, dass das erste ER betont ist und R ausgesprochen wird. Am Ende steht das unbetonte ER mit der Aussprache A. Jetzt möchte ich dir noch vier Aussprachetipps für besondere Silben und Endungen geben. Verben, die auf IEREN enden, kannst du am Ende IERN aussprechen. Zum Beispiel blamieren, kopieren, telefonieren. Die Perfektformen dieser Verben auf IERT werden immer IERT ausgesprochen. Blamiert, kopiert, telefoniert. Die Vorsilbe FER wird häufig einfach FA ausgesprochen. Verheiratet, verlaufen, verkauft. Und die Vorsilbe ZER wird häufig einfach ZA ausgesprochen. Zerbrechen, zerdrücken. Fassen wir noch einmal die wichtigsten Informationen zusammen. Am Silbenanfang wird das R als erster Buchstabe oder nach einem stimmhaften Vokal R ausgesprochen. Reise, 3. Am Silbenanfang wird das R nach einem stimmlosen Vokal F, K, P, Sch, T, R ausgesprochen. Froh, Prost. Am Silbenende wird das R nach einem kurzen Vokal oder nach einem A als R ausgesprochen. Herr, warnen. Am Silbenende wird das R nach einem langen Vokal außer A als A ausgesprochen. Dir, Kur. Die unbetonte Endung ER wird A ausgesprochen. Teller, Meister. Die Verbindung IEREN und IERT werden IERN bzw. IERT ausgesprochen. Interessieren, interessiert. Die Vorsilben FER und ZER können auch FA bzw. ZA ausgesprochen werden. Versuch, zerbeult.